wir gewonnen haben, das war schon verdient. Ich glaube, viel entscheidender war, dass wir nicht frühzeitig in Führung gegangen sind, dass wir gerade in den ersten 10 Minuten eigentlich ziemlich viele Hochkaräter vergeben haben und dann läuft es vielleicht auch anders. Letztendlich fällt das 2-0 oder das auch das 1-0 später als für uns gehofft und auch das 2-0, wo es dann eigentlich entschieden war, wir vergeben noch einen Elfmeter. Also es war heute, glaube ich, alles drin, vom 2 bis 6-0 bis hin zum 1-1. Und letztendlich zählt aber das, was am Ende dabei rauskommt, das ist der Dreier. Wir haben in den letzten 5 Spielen häufig gehört, dass wir ja so toll mitgespielt haben und was Zählbares ist dann auch nicht rausgekommen. Also deswegen ist es heute einfach das Resultat, was am Ende steht. Vielleicht um 1-2 Tore zu wenig, aber letztendlich müssen wir froh sein, dass es der erste Dreier geworden sind, der Blick auf die Tabelle etwas angenehmer ist und wir jetzt auch in die 2-wöchige Pause mit etwas mehr Ruhe gehen können. Ja, das hat man letzte Woche auch gesehen. Sindelfingen hat gegen Essen zwar hoch verloren, aber auch da musste das zum ersten Tor eine Standardsituation herhalten. Bei uns war es sofort in der ersten Minute, es wäre eine spielerische Führung gewesen und die hat nicht funktioniert. Ich glaube, das war mitentscheidend, so die ersten 5 bis 10 Minuten. Und das dann, wenn es so lange wie möglich oder so lange dann noch 0-0 steht, dass man dann immer mehr verkrampft. Sindelfingen wollte heute und konnte heute, wir mussten. Und dann sind das die ganz normalen Gesetze im Fußball. Wir sind hierher gefahren und jeder hat von uns den Sieg auch erwartet, wir von uns auch. Und je länger es eben nicht funktioniert, umso mehr verkrampft man. Und ja, letztendlich ist es einfach nur entscheidend, dass man es noch umgebogen hat.